Ja, bevor die Spedition losgeht, muss ich erstmal Saustall aufräumen. Aber diesen Sommer nicht mehr. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn 3 mit TV hier aus dem schönen Bad Dürrheim im Schwarzwald. Neues aus der MOBA-Wohnung, Teil 75 sind wir schon angelangt. Oh, 75, naja, ich gehe stetig auf die 100 zu. Was machen wir bei 75? Ballern und Nix. Doch, wir bauen. Wir bauen und gucken, was es alles gibt. Vielleicht gibt es auch mal andere Baustellen wie nur die Winterlandschaft. Bleibt einfach dran und schaut zu. Viel Spaß. da sind wir jetzt wieder hier an einer anderen Stelle. Ja. Und es geht hier quasi jetzt darum, dass ich hier endlich mal Schotter. Und ich habe hier schon dementsprechendes Klebeband aufgebracht, weil da eben ein Schlitz ist, damit da quasi nichts durchgeht. Wenn ich da Kleber mache, in den Schlitz und mir alles hier voll tropft, habe ich das eben jetzt kurz abgeklebt. So. Jetzt füllen wir hier Schotter auf. Können wir da gleich mit dem Becher machen. So, und jetzt gehen wir mit dem Löffel ein bisschen hin. Machen es einmal hier wegen um die. Jetzt machen wir das ein bisschen hier antauen. Da müssen wir ein wenig auffüllen. Wunderbar. So, und jetzt machen wir hoppla, Wasserleimgemisch drauf. Und dann hoppla, tröpfeln wir mal hier voll. Das ist natürlich jetzt super. So. Wieder die Spritze fühlen und weiter geht's. So, und natürlich verfärbt sich der Schotter ein wenig, ne? Das heißt, wenn er nass wird und. Aber mir gefällt das, wie gesagt, in diesem Farbton. Und jetzt sieht das hier schon mal nicht mehr so leer aus. Und jetzt heißt trocknen. Und wenn es dann trocken ist, dann wird hier eben eins von diesen Signalen dann hier hingebaut. Eins kommt, glaube ich. Ne, da kommt es hin, da. Für die, wo hier rausfahren, kommt es dann irgendwann hier hin. Aber ich sage, das lassen wir es erstmal trocknen. So, zwischenzeitlich habe ich jetzt hier auch nochmal geschottert. Das ist jetzt zwar quasi die neue Durchfahrtsstrecke zum Zoo und zurück. Und das ist ja die Strecke jetzt zum BW dann, das hier drüben dann steht. Und jetzt habe ich mal bis hier Grenze geschottert. Seht ihr das überhaupt? Nee. Bis hier Grenze geschottert. Und das muss es auch trocknen, dass es auch mal dunkler hat.
Ich denke, so die Arbeitsbereiche wie hier und da drüben, die lasse ich so rot, dass die sich ein wenig unterscheiden zwischen Gleis und Arbeitsbereich. Genau, dann hätten wir das schon mal so und dann können wir gucken, wenn es trocken ist, wie es weiterläuft. Ja, da habe ich was Interessantes zugeschickt bekommen. Von einem ML-Train. Ja, die Frage ist es nur, ja, man kann das halt hier aufmachen. Und runterklappen, hat dann hier so kleine Fächer drin. Also vom Prinzip her kann man da auch die Flächen wegmachen. Ja, vom Prinzip her könnte ich mir es da vorstellen. Wie heißt's? Figuren reinzumachen. Ja. Weil ich habe meine Figuren überall an einem anderen Fleck. Da hat man eben dann vier so Fächer hier drin. Ich weiß es nicht, ob das für N-Bahner vielleicht interessant ist. Und wenn man das rausmacht, man könnte hier dann Wägen reinmachen oder so. Also wie gesagt, für H0, ja, man könnte Kleinteile reinmachen, aber warum soll ich Kleinteile jetzt in der Box machen, so eine Werkstattbox oder so? Man kann ja hier oben noch aufmachen, ich kann es mal zeigen, und dann hat man hier oben noch Lagerfläche. Ja, das kommt noch dazu. Das könnte man, klar, man könnte sagen, man macht hier oben das Werkzeug rein, hier unten die ganzen Ersatzteile und kann dann sozusagen hier so mobil, ne, von dann gehen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht mache ich oben eher so Sachen wie so Häuserchen rein, so Kleinigkeiten, wo ich habe in Auswahl, ne, und hier dann Männchen oder sowas, oder hier nochmal gucken, Tiere oder was ich da alles habe. Dann habe ich wenigstens so eine Auswahl, dann kann ich immer aufmachen und habe alles in einem Punkt. Das werde ich jetzt mal schauen, die Tage, dass ich das irgendwie so mal reinsortiere, wie ich mir das vorstelle. Und dann kann ich es euch ja mal zeigen. Ja, wie ihr seht, heilloses Chaos, aber am Ende dann geordnete Sache. Na, ich hatte jetzt irgendwie Lust und mache es jetzt gleich. Also ich baue jetzt noch ein wenig die Kästen zu, mit dementsprechend dann erkläre ich euch, wie ich es bei mir aufgebaut habe. Bis gleich. Also ich habe das jetzt so aufgeteilt, ich habe eine Sammelbox. Da sind diverse Kleinteile drin, Mülleimer, also Tischtennisspieler, wo halt extra sind, Warmbaken, Werbeschilder, Bänke, Schirme, Lichter, Motorräder. Und so, das ist hier drin. Dann habe ich jetzt hier Tiere gemacht, weil hier hauptsächlich Tiere sind. Also Elefant ist drin mit Zirkus, dann Schäfchen und allgemein Wildtiere, Hunde und so weiter. Und da habe ich noch Paraglider reingemacht, weil die passen sonst nirgends mehr rein. Denn ich habe hier Personen gemacht und hier sind jetzt alle Personen drin. Also quasi Bobcar-Fahrer, Fahrradfahrer, Motorradfahrer oder so. Dann welche, die dementsprechend eine Form haben, wo ich nicht zuordnen kann. Bisschen Defekte, Jäger, Sport, Hochzeit, ne? Dann billige, dann stehende hier. Ne, Kinder sind das. Kinder und Schule, Kindergarten, Erzieherinnen. Hier sind normalstehende, hier sind mit Gepäck. Das sind Bergsteiger, Fotograf, Bundeswehr, Sport. Was haben wir hier? Filmteam, Billigfiguren, Nackte, also die sexy Szenen von noch. Dann haben wir hier noch Kirmes. Und hier im letzten habe ich Arbeiter geschrieben, weil ich habe drin hier Polizei, Rotkreuz, Bergsteiger, Holzhacker, Postbote oder Einkaufsmann, Bauarbeiter, Waldarbeiter, Bauarbeiter, Marktbesticker, Feuerwehrleute, Hausmeister. Dann Bahnutensilien, Bahnbedienstete, Gepäckträger und Bahnarbeiter. So habe ich es jetzt mal drin und habe eben noch ein Fach frei hier,
und könnte natürlich die anderen noch aufstocken. Hier ist jetzt nichts mehr frei. Aber hier habe ich noch massenhaft frei. Also kann ich da auch immer noch bei Tiere oder irgendwas Tiere dann das ändern oder so. Und ja, die kommen jetzt hier in den Kasten rein. Und dann hier oben habe ich jetzt so Sachen drin wie die Container, der Kiosk, Bänke, also so Halle, Wartehallen, Anzeigen, Container, Spaken, die Motorsäge, Sound, Hütten von noch, ne? Hier Hütten, Benzin, eine Kehrmaschine und so weiter. Und das haben wir hier drunter noch. Also so Fernsprecher von noch, ja. Das habe ich jetzt alles mal hier. Geht gut zu. Also habe ich das auch mal ein wenig einsortiert. Und ne, das ist der ganze Müll. Plus der da, ne, was jetzt weniger ist, sortiert in einem Kasten. Das ist schon eine geile Sache. Also mir gefällt das und ich bin zufrieden. Ja, wie gesagt, ich bin zufrieden damit. Danke an ML, ich kann es nicht sagen, ML Trains. Ihr könnt ja mal sowas in der Art ein bisschen größer machen für H0. Dass man zum Beispiel bestimmte Wägen da reinbringt oder Loks. Ne? Das wäre natürlich auch eine geile Geschichte. Dann könnte ich nämlich da die Loks alle reinmachen und transportieren. Oder die, wo rumstehen, gerade da reinmachen, sind sie versorgt und staubfrei. Also das wäre schon mal eine gute Idee an euch. Einfach die Maße, würde ich mal sagen, in der Breite und in der Tiefe verdoppeln. Und ein bisschen mal ausrechnen, was so eine Standard-Dampflok hat, dass man das als Maß hat oder mit E-Lok. Und vielleicht, dass man die Zwischenstände, ja, etwas mehr fächern kann. Dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eins rausmacht, hat man dieses Fach. Statt zwei kleine sozusagen. Ne? Das macht man raus, hat man so ein großes, aber man könnte zum Beispiel so machen, dass man dreivierteliges hat. Das wäre nur zum Beispiel eine Idee. Kann man ja mal firmentechnisch Gedanken machen. So, bei uns geht's weiter in der Mobawohnung. Also ich habe jetzt hier die Platte. Warum? Da hinten kommt ja die Auflage hin und ich möchte aber die Platte schieben. Wenn ich aber die Auflage da hinten hin mache, der Übergang quasi, dann ist das fest. Und das habe ich mir überlegt. Ich mache hier einfach einen Cut. Ja. Einen Cut im Sinne von, ich säge da ein bisschen rum. So. Das heißt, dieses Teil wird nachher fest fixiert hinten mittels Schrauben und da kommt der Übergang drauf, der wird fest fixiert, geklebt, dann kann ich da bauen. Und dieses Teil ist lose, kann ich wegschieben, kann die Beleuchtung unten reinbauen. Ha! Na, so machen wir das jetzt. Abschnibbeln. Über die Spitze. So. Über die Spitze hinüber. Tada. So kommt das jetzt hin. Und jetzt kann ich eben dann das festmachen. So. Und dann habe ich die Möglichkeit, hier die Mauer anzubringen, ohne dass ich jetzt hier mir das zumache. Und wenn ich jetzt die Platte nehme, so, wie sie hinkommen soll, zack, funktioniert noch alles, so wie es soll, perfekt, nice, sitzt, passt und wackelt und ich komme jetzt eben dann jederzeit weg, oder nicht? Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie man das festbekommen. Ich denke mal, Schrauben wird da wegen schlecht sein, weil ich da nicht hinkomme genau mit dem Schraubendreher. Ich denke, das werde ich einfach kleben hier. Festkleben. Und dann kleben wir das fest und dann können wir da gucken, wie es weitergeht.
Also werden wir zuerst diese Seite hier nehmen. Und werden da ein bisschen banal. Und da ein bisschen banal. Und dann docken wir das Teil da drauf. So. Und rutschen ein wenig umher. Und testen das mit diesem jetzt. So. So passt es. Wunderbar. So. Und dann können wir jetzt eben das da oben. Kommt bis dahin. Also. Ein wenig da drüben. Weißer Leim hin. Da ein Tröpfchen hin. Und hier. So. Und die Kirche passt auch noch hier drin hin, ohne dass wir da Probleme kriegen. Selbst wenn man jetzt ganz nach hinten ganz knapp geht, was ich wahrscheinlich werde, so weit hier, so ungefähr wird sie positioniert werden. Wir zeichnen sie mal an. So. Und dann brauchen wir eben... Mach's kaputt. Heide nei. Dann brauchen wir eben da eine Lampe ungefähr und eben da eine Lampe ungefähr. Das muss ich mal austesten, bevor ich da Lampen baue. Aber wie gesagt, jetzt bleibt sie mal da stehen. Jetzt lassen wir das erst ein bisschen kleben. Genau. Dann haben wir mal da hinten den Übergang, weil dann können wir nämlich in diesem Sektor da mal weiterbauen in diese Richtung. Und dann habe ich von da hinten auf jeden Fall mal Platz. Wie gesagt, ich habe jetzt hier Mauerteile. Andere. Komme ich hin? So. Und zwar habe ich jetzt hier solche. Tada. Die haben mir einfach besser gefallen. Und fallen, genau. Die haben mir einfach besser gefallen. Ich gehe mal ein bisschen hoch, so. Weil die schon diesen weißen Effekt drauf haben, wie wenn da jetzt schon rau wäre oder so, raureif dran oder so, ne? Und die kommen eben hier in diesem ganzen Stück hier hinten hin. Muss mal gucken, wie wir das hier unten machen. Ob ich die Höhe nehme von da unten, also quasi das die Ursprungshöhe ist, von der Linie dann hier weitergehe, ja, muss ich mir mal überlegen. Ich weiß es nicht. Vielleicht schnibbel ich auch einfach hier unten mir ein Stück ab. In diesen Etagen hier, in diesen zwei Seiten, also hier sind wir, ne, dass ich da auf diese Höhe, auf dieses Niveau schon mal was schneide und dann eben nachher hier so drauf setze. Könnte man ja machen, theoretisch. Mal gucken. Kommt Zeit, kommt Rad oder Mauer. Ja, ich bin jetzt gerade dran, hier die Mauerteile hinzumachen. Habe jetzt mal hier unten schon mal den Mauerring eingepasst. Und die klebe ich jetzt nachher fest. Das wird so die erste Grundstückmauer, also Grundmauer sein hier unten, dass wir die Treppen haben. Und dann der Rest geht quasi hier dann in einer Flucht nach oben. Ja. Genau, so sieht das aus hier. So, jetzt habe ich ja die untere Platte festgeklebt. Und jetzt kommt die erste obere komplett. Ne? Und die kleben wir jetzt auch da fest. Die schieben wir jetzt so weit hintere, wie es geht. So. Da kommt die jetzt so hin. Und die macht hier auch ein bisschen einen Bogen. Aber nur gucken, dass wir da stabilisieren. Irgendwie was. Ja, schön blöd, weil
möchte ja quasi, dass die da jetzt fest bleibt. Jetzt muss ich mal gucken, was ich da hinschieben kann, dass das sich hält. Und dann lassen wir es trocknen. So, Mauer ist dran bis dahin. Und jetzt müssen wir eben gucken. Das ist das Falsche. Jetzt müssen wir eben gucken. Ta-da-da-da. So, dass wir da noch eins hinkriegen. Aber dementsprechend dann, dass das geht bis da hinten hin, möchte ich das gerne haben. So weit hinten. Also müssen wir es da, muss ich jetzt Stück für Stück hier eliminieren, bis es dann da hinten andockt. Und dann machen wir hier den Cut und dann passen wir es an. Also, bis gleich. Ja, während hinten die Mauer trocknet, bin ich hier gerade mal am Beleuchtung verkabeln. Also quasi die Beleuchtung vom Turm hier, weil wenn ich die drin habe, dann habe ich diesen elektronischen Teil da hier fertig und brauche da jetzt nichts mehr machen. Quasi kann die Elektronik hier getrost in Ruhe lassen. So. Und jetzt müssen wir das nur noch zusammenschließen. Zarab. Und an diese Leitung hier hin. Ne, an diese eben nicht. An diese müssen wir. So. Und gelb auch zusammen. So, und die gelbe machen wir da rein. So, die gleich mal vorbereiten, falls ich doch noch irgendetwas habe hier, wo ich anschließen möchte. Gut. So, das ist diese Leitung jetzt, die dann quasi hier unten entlang führt auf die andere Seite von den. Was haben wir da? 16 Volt Gleichstrom. Und jetzt gucken wir mal, ob der Turm auch leuchtet. So, wir sind in Position und Trafo ein. Und es sieht gut aus. Ich sehe ihn schon mal leuchten. Jetzt machen wir mal das Licht aus. Und jawohl, ob er da die Fenster leuchten. Die leuchten da, die Fenster leuchten. Also beleuchtet sieht schon mal sehr gut aus und auch dezent. Und wie gesagt, die Lampe hier, die erhält ja den ganzen Bereich hier. Und ich denke, da kommt hier drüben noch mal eine hin, die diesen Bereich erhält oder so. Da müssen wir mal schauen, wenn das soweit ist mit dem Gebäude hier auf der Seite. Ich mache das Licht wieder an. So, ja, wenn man dann hier zip, ne, an dieses Gebäude kommen hier, da werde ich dann ein Loch bohren und die Verkabelung auch da unten einsenken. Das hat aber noch Zeit im Endeffekt, weil ich erst, wie gesagt, den hinteren Bereich fertig haben möchte. Und dann arbeite ich so Stück für Stück nach vorne. Genau, zwischenzeitlich habe ich schon mal hier, ne, die Treppen schon mal grau gemalt, den Weg grau gemalt. Weil ich kann ja diesen Turm hier festsetzen. Der kommt nämlich da drüben so hin. So. In die Position kommt der dann. Ich kann mir dann überlegen, ob ich hier noch zumache mit Mauer. Und was ich dann hier mit dem Aufgang noch mache. Ob ich dann hier drüben irgendwas Buschtechnisches hinmache, was dann zugeschneit ist oder so. Das wird man dann noch sehen. Aber wie gesagt, jetzt geht erstmal die hintere Front weiter. Die Mauer klebt jetzt noch und wenn die dann soweit fest ist, dann kann ich weiter agieren. Getrocknet ist die Mauer. So sieht sie jetzt aus. Ne? Geht eben von da drüben bis da hinten hin. Ja, und jetzt heißt es eben diese Fläche da hinten. Also
diese da zu bearbeiten. Ja, und da geht es jetzt weiter. Ja, es geht jetzt eben um diesen Bereich hier. Und da möchte ich jetzt eben Gips aufbringen. Oder halt Spachtel dann Masse, ne? Weil wir ja auch da drüben so eine Art Aufgang machen wollen, ne? Ich nehme da jetzt mal eine ganze Bolle, so. Weil den kann man ja schön verdrücken. Da geht es mir jetzt einfach darum, eine Fläche hinzubekommen, um dann später weiter bearbeiten zu können. Also das geht mir jetzt hier nicht um Struktur oder irgendwas, sondern einfach nur um den Sinn und Zweck. Und mehr eben nicht. Die eigentliche Ausgestaltung kommt dann später. Mir geht es hier darum, einmal die letzte Fläche zu verschließen. Ja. Weil ich möchte ja quasi weiterbauen. Weil wir müssen ja zum Beispiel an die Seilbahn eine Rampe bringen. Ja. Und die Rampe ist dazu da, dass quasi die Skifahrer, wo wollen, schon mit den Skien da hinten drauf können. Also wir wollen quasi da eine Rampe machen, was quasi, wenn die aussteigen, dass sie hier runterfahren können. Hier wird ja im Endeffekt noch viel gestaltet werden. Wir kommen jetzt da ja immer mehr dazu. Ja. Das ist auch wichtig. Also ich mache jetzt hier mal weiter. Und melde mich dann später bei euch wieder. Ja, jetzt habe ich die Schicht gegipst hier. Muss natürlich jetzt dann gucken, dass es hier einen schönen Übergang gibt noch. Ne? Aber wie gesagt, da kommen wir dann noch dazu irgendwann. Jetzt geht es natürlich auch um diesen Bereich hier, den zuzumachen. Da habe ich so an blaue Styrodurplatte gedacht. Und zwar so eine hier. Und die möchte ich jetzt quasi zurechtschnibbeln. Auf das Maß. Dass die quasi auf dieser Mauer dann Platz hat. Das muss ich jetzt mal ohne euch machen. Aber meld mich gleich wieder. So. Dann haben wir es jetzt zugeschnitten. So passt die einigermaßen gut hin. Jetzt muss ich noch von unten Stützen dagegen machen, weil da kommen Bäume drauf und das wird ein abnehmbares Modulteil dann quasi, wo dann Wald drauf ist und ich kann das dann abnehmen so und komme dann hier unten an die Kabel hin. So, jetzt habe ich mal was gebastelt. Da schwebt es ein, ne, mit Unterkonstruktion eben jetzt. Und das lässt jetzt diesen Platz hier, genau, zumachen. Jetzt lasse ich das mal trocknen. Und dann denke ich, dass ich hier außen eine Mauerfassade hinmache. Ja, sowas in der Art hier, so die Struktur halt, dass es ein bisschen passt hier zum Übergang. Ne? Dann machen wir hier zu. Ne? Und da hinten werde ich offen lassen
vermutlich, ich muss mal gucken, wie ich das hinbekomme, dass es hier ein wenig rüber geht. Und dann kommen da Bäume drauf. Also ich werde das dann auch dementsprechend erstmal mit brauner Farbe kolorieren und dann schauen, wie wir es hinbekommen. Und dann werden da Bäume hinkommen. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rat. Ja, während die vordere Platte trocknet, habe ich mir jetzt hier was zurechtgeschnibbelt. Und das soll eben so ein Aufgang geben für die Skifahrer, dass sie dann hier zur Gondel können. Jetzt muss ich da ein bisschen Gips drunter bauen und dann das dementsprechend eindrücken. Und auch unten machen wir da ein bisschen einen Übergang hin. So. Jetzt müssen wir es erstmal trocknen lassen, dass das fest wird. Und dann können wir mit der weiteren Ausarbeitung anfangen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da drüben auch was hinbekommen. Auf die andere Seite. Da soll ja auch so eine Art Abgang hin. Muss ich mal ein bisschen zuschneiden. So. Palim, palim. Genau. Dann machen wir das auch gleich fest. Und einmal Badatsch. Muss sogar noch ein bisschen mehr hin. Jawohl. Gut, dann haben wir jetzt beide Rampen dran. Und jetzt heißt es eben trocknen lassen. Das sinkt schon ein bisschen hier ab. Das, naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob ich dann da noch mal einen Übergang spachteln spück, aber ja, so passt das in etwa. Ja, es ist jetzt früh am Sonntagmorgen und ich gehe auf Reisen mal wieder, denn ich habe ja mal versprochen, jemanden zu besuchen, der schon lange auf der Liste wartet, ja, und ja, heute ist es soweit und ich freue mich mal zu sehen, was er so erschaffen hat. Dann bis später. So, ich habe mein Ziel erreicht. In der Nähe von Stuttgart. Jetzt gucken wir mal, wo ich gelandet bin. Ne, bei wem. So, die Treppe hoch. Pflichtbewusster Hund. Jetzt machen wir mal Klingeling. Es hat geklingelt. Jetzt gucken wir mal, wer die Tür öffnet. Und es ist der Robin. So, Hallöchen. Darf ich eintreten? Ja. Schön. So, ja, ich sitze jetzt am Tisch und natürlich standesgemäß, ne? Guckt dir das an, wa? Wiederum, ne? So gefällt mir das. Und ja, wenn ich jetzt mal umdrehe, Moment. Während ich mit dem Robin hier schnacke, ne? Der Papi schwingt den Kochlöffel. Jetzt werde ich hier auch bekocht, also will ich eine Ehre. Ey, guck mal da, lecker esse. Eieieiei. Eieieiei. Und nachher, wenn wir dann fertig sind mit Essen, dann guckt man natürlich mal, was hier für Eisenbahn ist. Und bin schon drauf gespannt. Also bis später. So, hier gibt es schon die ersten Schönheiten. Ja. LGB, ne? Vor allen Dingen, ne. 218. Ich liebe die Baureihe. Das ist auch cool mit dem
Tunnelportal mit Spiegel, da denkt man, oh, ist da lang der Zug, ne? Brutal. Also jetzt gehen wir mal hoch und gucken, was da noch ist. Ha, da haben wir die SSB-Vitrine. Ja. Voll cool. Da habe ich dann halt noch die Postmodelle. Ja, die sind schön, ja. Weiß ich, was ich nachher einpacke. Nein, die bleiben hier. Hier ist der Programmier- und Werkstattbereich. Aha. Und alles am PC. Interessant. Und da haben wir die 78er von ESU. Oh, schöne Lok. Aber naja, man muss nicht alles haben. Sieht man den Rauch dann? Ja, ich glaube, wir müssen nachfüllen. Ach. Schauen wir mal, ob es tut noch. Sonst müssen wir nochmal. Ja. Nochmal ran. Wenn wir ein bisschen noch nichts eingefüllt gehabt, ne? Ah. Da raucht was. Geil. Und unten, ne? Brutal. Genial, die Lok. Das ist halt ESU, ne? Genau. So, wir gehen die Treppe nach oben und werden gleich begrüßt hier. Hallöchen. Und jetzt gucken wir mal. Und da geht's schon los. Ne? Die erste Vitrine wieder. Und was sehe ich? Ah. Ah. Aha. Aber wir gehen mal hoch. Da. So, guckt euch das mal an. Das ist ja ganz nach meinem Geschmack hier. Aus der Wand raus. Und wunderschön. Also eine geniale Idee, ne? Also phänomenal, finde ich echt geil. So, jetzt gucken wir hier mal rein. Ui. Oh, schön. Und dann geht's da hinten rum. Ja, das ist halt Platz, ne? Den habe ich nicht so, dann muss ich da etwas ums Eck bauen. Und dann kann man natürlich hier über die Brücke, das ist natürlich auch genial, zum BW mit der Märklin Drehscheibe. Da ist sie und sie funktioniert. Sie mal Glück gehabt. Gefällt mir echt. Da ist mein BW halt etwas kleiner und versetzter jetzt, aber ich bin ja dran, etwas zu tun. Aber das war noch nicht alles. Wir gucken mal weiter. Nämlich hier Schiebebühne. Auch geil. So, und dann kommt man da durch die Wand rein. Aldi, McDonalds, Feuerwehr, alles was man will hier. Und was ich auch geil finde, ist der Bahnhof und hier unten die S-Bahn. Also das inspiriert mich schon wieder. Ich darf hier nicht so lange bleiben, sonst baue ich bei mir wieder um. Und dann geht es hier rum. Ist natürlich noch viel Arbeit hier. So, und jetzt kommt das Größte hier.
Tada! Brutal. Riecht es drauf? Ja. Alles Kamera überwacht und PC gesteuert und ja. Das baue ich jetzt alles ab und baue es bei mir auf. Gefällt mir. Cool, cool. Und ja, das ist die Überwachung, die bei mir noch fehlt, aber die kommt auch noch. Das sieht man sogar. Die zwei Herren da. Überwacht. Bitte zurückbleiben.
Ja, gespielt haben wir jetzt. Jetzt sitzen wir ein wenig am Tisch, blättern im Katalog und fachsimpeln noch. Und ja, wir hören uns später wieder. Bis dann. Ciao. So, da bin ich wieder zu Hause. In der Mobberwohnung. Dankeschön nochmal für das tolle Essen und für die tolle Zeit. Und die super Gespräche, war echt geil. Ne? Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir uns mal wiedersehen. Egal wo, egal wie, egal wann. Irgendwann ist immer mal Zeit. Genau. Ja, und ich bin gleichzeitig am Ende von dieser Folge von Neuem aus der Mobberwohnung. Und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ne? Und ihr gebt einen Daumen nach oben. Ja, man muss auch mal die Zeit nutzen und jemanden besuchen, dass ich die Liste mal abarbeite. Da freuen sich dann wieder andere, wenn sie bald an der Reihe sind. Ja, was kann man noch sagen? Sommer, klar, ne? August immer noch. Und naja, nächste Woche gucken wir mal, vielleicht gehe ich da live am Samstag. Da kommt dann kein Video, sondern ein Livestream. Aber lasst euch mal überraschen. Ansonsten, ja, gibt's nichts. Klar, ist Urlaubszeit, ich gehe auch Eis essen, ich mache auch Ausflüge, ihr habt es gesehen, ne? Und habe meinen Spaß und meine Freude, aber trotzdem gibt es MOBA-Videos. Und so soll es doch sein. Jeder kann machen, wie er es will, ne? Ich mache es halt so. Gut, dann sage ich jetzt noch, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modelleisenbahn Träume TV, hier aus dem schönen Bad Aibling im Schwarzwald. Bis dahin, viele Grüße, Markus und... Tschüss.